Anzeigebeschränkungen werden vererbt, was bedeutet, dass eine Beschränkung, die auf einer Seite angewendet wird, auch auf den untergeordneten Seiten vorhanden ist. Bearbeitungsbeschränkungen werden nicht vererbt, was bedeutet, dass jede Seite individuell beschränkt werden muss. Der Beschränkungsdialog zeigt Ihnen an, ob es vererbte Beschränkungen gibt. Klicken Sie im Anzeigemodus einer untergeordneten Seite auf das Beschränkungssymbol und dann auf Diese Anzeigebeschränkungen sind übernommen, um die Beschränkungen zu sehen.